Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Video in meiner Serie über den DJI Mavic Mini. Zwei Sachen sind noch offen geblieben von meinen Videos über die Fly-App, und zwar zum einen die Kalibrierungen alle, die zeige ich euch im nächsten Video, und zum anderen die Quickshot-Modi, also die automatischen Kamerafahrten, die die Drohne hier unterstützt. Die werde ich euch heute zeigen und deswegen packen wir alles zusammen und gehen mal nach draußen. Schauen wir uns als erstes nochmal an, wie man zu den Quickshot-Modi kommt. Über dem Auslöseknopf kann man die Modi auswählen und da haben wir Foto, Video und ganz unten eben auch die Quickshot-Modi. Wenn ich die mal aktiviere, dann seht ihr, es gibt hier verschiedene Quickshot-Modi-Einstellungen und auch immer so ein kleines Hilfe-Video, was euch anzeigt, was der aktuelle Quickshot-Modus bedeutet. Wir schalten mal schnell durch. Wir haben da neben dem Droni noch Rocket, dann Kreisen, das ist so ein Umkreisen, und schließlich Helix. Das sind hier die vier Quickshot-Modi, die beim Mavic Mini eingebaut sind. Und neben dieser Auswahl könnt ihr da hier auch immer noch zusätzliche Einstellungen machen. Ja, dann gibt es noch dieses Hilfevideo proportional recht groß im Bildschirm. Und wir gehen jetzt hier mal auf den Droni und verkleinern das oben mit diesen kleinen Pfeilen, die so nach innen gerichtet sind. Und dann seht ihr auch noch was weiteres. Es gibt nämlich ein Plus-Symbol. Wenn ich mich hier mal ein bisschen bewege, dann verfolgt mich dieses Plus-Symbol. Und damit können wir jetzt markieren, was denn bei diesem Quickshot-Modus verfolgt werden soll. Einmal draufklicken auf das Plus und dann seht ihr, bin ich hier auch schon markiert. Jetzt kann ich noch ein paar Einstellungen ändern, indem ich da nochmal auf das draufklicke, auf das Droni-Symbol. Dann wähle ich hier zum Beispiel mal 35 Meter aus und jetzt brauche ich nur noch auf Start zu drücken. Und dann wird nach einem kurzen Countdown jetzt der Quickshot-Modi ausgeführt. Die Aufnahme, die startet automatisch und ihr seht das hier, jetzt wird aufgenommen und die Drohne fliegt automatisch jetzt diesen Droni. Das hier einfach ein Flug nach hinten, ein Aufziehen quasi der Landschaft ist und ich bleibe da immer schön in der Mitte zentriert. Wenn das Ganze dann fertig aufgenommen ist, dann wird die Aufnahme auch automatisch beendet und die Drohne, das seht ihr hier, fliegt dann zum Startpunkt, zum Ausgangspunkt wieder zurück und hält dort an. Und sobald sie da angekommen ist, verschwindet auch dieses Rückhörsymbol und dann können wir jetzt hier den nächsten Droni auswählen. Der nächste Modus ist dann der Quickshot-Modus Rocket. Hier können wir uns zunächst mal mit einem Druck auf das Fragezeichen anzeigen lassen, was genau nochmal dieser Modus macht. Ihr seht, der steigt hier so gerade nach oben und behält euch dabei immer im Fokus. Apropos im Fokus halten, dazu müssen wir uns natürlich markieren. Das heißt, ich blende das mal gerade aus hier und klicke dann einmal auf Plus, dann bin ich wieder markiert. Wenn ich mich hier so ein bisschen bewege, dann seht ihr, werde ich da auch immer schön im Fokus gehalten. Ja, und dann kann ich hier noch Einstellungen machen. Ich kann hier die Flughöhe noch ändern. Es steht auch immer unten drunter Flughöhe. Die setze ich zum Beispiel mal auf 35 Meter. Ja, und jetzt kann ich, bevor ich dann auf Start drücke, die Drohne nochmal an eine entsprechende Position, ein bisschen weiter wegfliegen, zum Beispiel auch nochmal den Gimbal ausrichten auf mich. All das kann ich machen und dann wird auf Start gedrückt und ihr seht, nach dem Countdown startet dann automatisch wieder die Aufnahme. Und es geht los und hier wird dann dieser Rocket Quickshot geflogen, gerade nach oben. Ihr könnt auch während des Fluges immer verfolgen, so ein bisschen an der Seite, wie viel Prozent schon geschafft sind. Das dauert dann halt immer so ein bisschen und irgendwann hat er dann die Flughöhe erreicht, die ihr eingestellt habt. Das ist jetzt der Fall. Dann wird die Aufnahme beendet und wie gehabt wird dann die Rückkehr eingeleitet zur Starthöhe diesmal und natürlich auch zum Startpunkt. Der nächste Modus ist dann der Modus Kreisen und hier solltet ihr euch zunächst mal so ein bisschen umschauen in der Umgebung, dass nichts höher ist als eure Drohne und gegebenenfalls solltet ihr die Flughöhe und Ausrichtung dann nochmal anpassen, denn hier wird ein Kreis geflogen um eine markierte Position herum. Ich markiere mich hier mal wieder gerade und dabei wird natürlich die Höhe gehalten. Wir können die Richtung unten mit diesen gelben Pfeilen auswählen, in die gedreht werden soll,
Und dann können wir jetzt hier als nächstes auf Start drücken, um dann den Modus wieder zu starten. Und dann seht ihr, die Drohne dreht dann um euch herum. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass jetzt hier nichts auf derselben Höhe ist in dem Drehradius und auf der Höhe der Drohne. Denn ansonsten kann es euch passieren, dass die Drohne da gegenknallt. Und das wollt ihr natürlich auf jeden Fall vermeiden. Bei dem bisherigen Modi war es ja immer so, dass die Drohne an Höhe gewinnt. Da ist das nicht so problematisch. Und auch beim nächsten Modus ist das nicht so schlimm, beim Helix. Aber hier muss man wirklich darauf achten, dass nichts in Höhe der Drohne ist. Ja, soweit also dieser Modus und jetzt gehen wir dann auch zum Helix. Der Quickshot-Modus Helix ist so eine Mischung aus Droni und Kreisen, denn die Drohne umkreist euch und fliegt gleichzeitig nach hinten zurück. Aus diesem Grund könnt ihr auch unten mit den Pfeilen wieder die Drehrichtung auswählen und gleichzeitig einen maximalen Radius bestimmen. Das ist dann, wie weit sich die Drohne von euch entfernen soll. Ja, das ist ein ganz interessanter Modus, wie ich finde. Ich markiere mich jetzt hier nochmal schnell und dann können wir auch schon auf Start drücken, um hier mit dem Quickshot-Modus Helix zu beginnen. Dann kommt wieder unser Countdown, die Aufnahme startet und die Drohne beginnt jetzt mit dem Umkreisen, während sie dann gleichzeitig langsam aber sicher sich von mir entfernt. Und interessant ist der Modus deswegen, weil er sehr dynamisch ist und gleichzeitig die Landschaft vor dem Betrachter ausbreitet. Und ihr seht hier eindrucksvoll das Dorf Kerpen-Mahnheim. Danach wird ja auch immer gefragt, ein Dorf, was komplett abgerissen wird bis 2022, glaube ich, für den Braunkohletagebau Hambach. Ja, wenn dann die Aufnahme beendet ist, dann fliegt auch hier die Drohne natürlich wieder zum Ausgangspunkt zurück. Zu guter Letzt gehen wir dann noch auf die Frage ein, die natürlich auftauchen wird. Ist das auch so eine Art Active Track? Verfolgt mich die Drohne auch, wenn ich mich bewege? Dazu wähle ich hier einfach mal einen Droni aus, markiere mich und starte dann die Aufnahme. Und dann gehe ich einfach mal nach links aus dem Bild quasi raus. Und dann seht ihr, die Drohne, die fliegt gerade zurück, fliegt also nicht seitlich, versucht aber mich zumindest im Fokus zu halten. Ein richtiges Active Track ist das aber natürlich nicht, da die Drohne trotzdem immer in Relation zum Startpunkt quasi fliegt. Das seht ihr auch nochmal sehr deutlich jetzt hier beim zweiten Beispiel. Da fliege ich einmal ein Kreisen um mich herum, starte die Aufnahme und dann bewege ich mich ebenfalls nach links. Und ihr seht, die Drohne fängt hier an zu kreisen und versucht auch mich im Fokus zu halten, aber verliert mich dann jetzt natürlich einfach, weil sie nicht mitfliegt. Und sie dreht dann fröhlich und munter weiter um den Punkt, von dem aus ich losgegangen bin. Also so ein richtiges Active Track ist das nicht und es ist auch nicht dafür zu verwenden. Abschließend sei natürlich noch darauf hingewiesen, dass ihr im Falle eines Falles auch jederzeit natürlich die Aufnahme beenden könnt, den Quickshot-Modus abbrechen könnt, mit einem Druck auf den roten Button mit dem weißen X drauf. Sobald ich den drücke, hält hier die Drohne mitten im Quickshot an und ihr habt wieder die volle manuelle Kontrolle über die Drohne, könnt also sofort reagieren und die umsteuern. Soweit mein Video über die 4 Quickshot-Modi beim DJI Mavic Mini. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen. Und falls ja, dann freue ich mich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann auf jeden Fall noch den Kanal abonnieren und auch auf die Glocke drücken, damit ihr eben über die kommenden Videos von mir auch informiert werdet. Zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.